Harry sagt Hallo und guten Tag. Es ist mal wieder soweit. Harry unterwegs. Ja, und es geht heute hier vom Riesenrad Campo Internacional Maspalomas nach Tablero. Und zwar, es geht zum TÜV. Ja, ich muss mit meinem Elektroroller zum TÜV. Und wie ich auf den Papieren gesehen habe, sogar schon nach 2 Jahren. Wenn ich richtig informiert bin, muss ich in Deutschland oder müsste ich in Deutschland damit nicht zum TÜV. Aber andere Länder, andere Sitten. Und deswegen fahre ich jetzt hier zur nächsten TÜV-Station. Das ist in Tablero, das heißt TÜV Maspalomas. Und ja, ihr seid mit dabei. Also hier der Kreisel, der ist bekannt, die GC500. Ja, ich habe keinen Termin, ich bin also unangemeldet. Denn ich glaube nicht, dass die jetzt auch einen Online-Termin für meinen Elektroroller anbieten. Und das ist mir lieber, ich mache das hier direkt vor Ort. So, hier am Sonnenlandkreisel geht es nach oben. Ja, und der TÜV, der ist in Tablero, aber eigentlich mehr geografisch schon fast in Maspalomas. So, hier vorbei an der Timeshare-Anlage. Ich glaube, die heißt Palmoasis. Und jetzt geht es hier Richtung Autobahn. Da vorne ist das Shopping Center. Es ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen mal interessant, der hier Langzeiturlauber ist und sich was kaufen möchte. Ein Moped oder ein Roller oder ein Auto. So, und wir fahren jetzt dann gleich unbekanntes Terrain ab. So, hier links und oder hier rechts die ganzen Geschäfte, die Bars, die Läden, Supermarkt, Lokale. So, hier fährt man direkt unter der Autobahn. Direkt unter der Autobahn durch. Richtung Einkaufszentrum ist geöffnet jeden Tag in der Woche. Hier rechts. Großer Hiperdino Supermarkt, beste Auswahl. So, und ich habe es dann auch gleich geschafft. Hier ist auch die Sprachschule in Tablero, da kann man sich anmelden. Hier rechts die Straße hoch. Ein paar hundert Meter. So, und am Ende der Straße
die Tankstelle und das TÜV-Zeichen sieht man schon. So, hier war früher die Info Canarias, die Zeitung. Die deutschsprachige Zeitung hier in dem Haus. Das heißt noch Edificio Info Canarias. Also die Letras, die Buchstaben stehen noch. Ein großer Autobazar. Und hier, ja, hier muss ich reinfahren. Hier ist der TÜV. Hier werden wir schauen, ob wir fündig werden. So, also das mit dem Termin hat schon mal geklappt. Ich stehe jetzt hier in der Reihe 1. Es geht nach Liste, nach ja, Termin, beziehungsweise nachdem man hier seine Papiere erledigt hat. 18,75 Euro kostet so viel wie ein, ja, wie ein ganz normales Motorrad, Moped nehme ich an. Kein Unterschied, ob elektrisch oder nicht. So, und jetzt warte ich mal hier, was da auf mich oder meinen Scooter so zukommt. Die sind aber alle in der Regel immer recht freundlich, auch wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Die helfen einen und können einen da selbst bei Unkenntnis behilflich sein. So, und das war's dann auch schon. Ohne Probleme durchgekommen. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich keinen Termin hatte. Aber hat alles geklappt und ja, ohne Mängel. Was soll es da auch für Mängel geben? Alle das erste Mal nach 3 Jahren zum TÜV und dann alle 2 Jahre. Also das ist die Vorschrift hier in Spanien. So, und jetzt geht es wieder zurück Richtung Maspalomas. Und das war so ein kleiner Ausflug hier. Harry unterwegs beim TÜV. ITV. 2 Linien, 2 Bahnen hier in Maspalomas, 10 Minuten vom Zentrum weg. Hasta luego.